So, und wie jede Sendung erfahrt ihr auch heute Aktuelles aus der Welt der Menschenrechte. Über die spricht nun Kascha. Washington, USA. Präsident Trump macht seine Kampfansage an muslimische Flüchtlinge wahr. Am 28. Januar verabschiedet er das Dekret zum Schutz der Nation vor Terroranschlägen durch ausländische Staatsangehörige. Damit sorgt Trump dafür, dass Flüchtlinge aus Syrien nicht mehr in die USA einreisen können. Einreiseverbot erhielten weiterhin Personen aus Libyen und Somalia sowie aus dem Iran, dem Irak, dem Sudan und dem Jemen. Diese 7 Länder sind überwiegend muslimisch. Es handelt sich um Länder, in denen schwere Menschenrechtsverletzungen begangen wurden. Viele Bürger fliehen wegen Verfolgung und Folter in andere Länder und beantragen dort Asyl. Geflüchteten wird nun die Möglichkeit genommen, überhaupt als Flüchtlinge anerkannt zu werden. Das Einreiseverbot ist so eine Völkerrechtsverletzung. Auch vor dem Dekret wurden Flüchtlinge in den USA schon Kontrollen ausgesetzt, die drastischer waren als bei anderen Einwanderern. Heute befinden wir uns in einer globalen Notfallsituation. 21 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Und doch verwehren die USA den Geflüchteten die Möglichkeit auf Neuansiedlung. Im letzten Jahr waren 72% der neu angesiedelten Flüchtlinge Frauen und Kinder. Mit Trumps Dekret wird ihnen die Chance auf einen Neustart jetzt genommen. Das Dekret spricht nicht ausdrücklich von einem Einreiseverbot für muslimische Flüchtlinge, aber die neuen Einschränkungen betreffen größtenteils muslimische Länder. Mit seinem Dekret sendet Präsident Trump höchst bedenklich das Signal, dass er die USA vor Muslimen schützen muss. Philippinen. Polizisten töten im Kampf gegen Drogen tausende Menschen. Wer sich an den Verbrechen beteiligt, wird finanziell von der Regierung belohnt. Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte motiviert die Polizei zur Gewalt gegen Drogendealer. Polizisten werden gewalttätig, wenn sie jemanden verdächtigen, Drogen zu konsumieren oder mit ihnen zu handeln. Die Polizei hat wehrlose Menschen erschossen, Beweismittel gefälscht und Auftragsmörder angeheuert. Unter den Opfern sind auch Kinder. Mehr als 7000 Menschen wurden in Dutertes Anti-Drogen-Kampf bereits getötet. Davon hat die Polizei 2500 Menschen auf dem Gewissen. Die Opfer sind meist verarmte Filipinos. Die Täter werden durch Bezahlung zum Töten motiviert. Auftragskiller gaben an, dass ihnen ein Polizeibeamter für jeden getöteten Drogenabhängigen 5000 philippinische Pesos bezahlt habe. Das entspricht etwa 94 Euro. Für bloße Verhaftungen gibt es keine Bezahlung. Die Polizei hat Häuser gestürmt und Unbewaffnete erschossen, auch wenn die Opfer sich ergeben wollten. Polizisten behaupten regelmäßig, dass zuerst auf sie geschossen worden ist. Zeugen widersprechen jedoch diesen Aussagen. In einigen Fällen sagten Zeugen aus, dass die Polizisten vorab Drogen und Waffen am Tatort hinterlegt haben, die sie später als Beweismaterial feststellten. Amnesty International fordert Präsident Duterte auf, die Hinrichtungen sofort zu stoppen. Außerdem fordern wir das philippinische Justizministerium dazu auf, alle Beteiligten strafrechtlich zu verfolgen. Wir möchten, dass die philippinische Regierung diese Menschenrechtskrise selbst in die Hand nimmt. Wenn aber nicht bald entscheidende Maßnahmen ergriffen werden, sollten sich die internationale Gemeinschaft an den Internationalen Strafgerichtshof wenden. Deutschland. Fast 50.000 Mädchen und Frauen in Deutschland sind Opfer weiblicher Genitalverstümmelung. Dies veröffentlichte das Bundesfamilienministerium heute in einer Studie. Die meisten Frauen stammen aus afrikanischen Ländern und dem Irak. Verbreitet ist die Genitalverstümmelung unter anderem in Ägypten, Eritrea, Somalia, Äthiopien, Mali und dem Irak. Dabei wird die Klitoris ganz oder teilweise amputiert. In einigen Ländern werden auch die Schamlippen abgetrennt. Die Zahl der betroffenen Frauen in Deutschland ist durch die hohe Zuwanderung in den letzten Jahren stark gestiegen. Ende 2014 bis Mitte 2016 um knapp 30%. Laut Studie sind in Deutschland zwischen 1.000 bis 6.000 Töchter von Migranten betroffen. Nach deutschem Recht ist die weibliche Beschneidung strafbar, auch wenn sie im Ausland vorgenommen wird. Um zu verhindern, dass Eltern ihre Töchter im Heimatland einer sogenannten Ferienbeschneidung unterziehen, hat die Bundesregierung im Dezember 2016 das Passgesetz geändert. Künftig kann Menschen der Pass entzogen werden, die für eine Genitalverstümmelung mit einem Mädchen oder einer Frau ins Ausland reisen.